Ist er bei euch auch hängen geblieben, Chat? Oh, geil, Dalu. Dankeschön. Dankeschön für den Raid, Dalu. Ja, wir machen jetzt gleich, also ich esse jetzt gerade was, weil ich habe heute Morgen gefrühstückt um 8. Und that's it. Der Rest war Getränk. Und jetzt esse ich schnell was. Damit wir ja was geschissen kriegen. Oh, Frau guckt direkt, ob ich zufrieden bin. Es gibt Bolo. Und die ist heiß. Bolognese. Problem ist bei diesen glutenfreien Nudeln, dass die fucking schnell hart brechen. Das gefällt dir natürlich. Ich kann sie halt nicht, ne? Mehr essen. Dachte ich mir. Deswegen bist du auch mit mir zusammen. Ich würde die Augen rollen. Na gut, hast du sehr gut gemacht. Du hast dich qualifiziert. Ist mir egal, du hast dich qualifiziert dafür, dass du beim nächsten 24-Stunden-Stream auch für mich kochst. Ist das ein Deal? Was kurz vom Zusammenbruch? Warum warst du denn? Erzähl doch mal von deiner Bolognese. Also. Das lief erstaunlich gut, das Hackfleisch zu tun. Da war ich super. Hä? Alter, du musst den ja auch noch. Alle da rein, da dachte ich. Nach 5 Minuten. Eine große Spaghetti? Einen anderen, ja genau, das war der Anfang. Dann musste ich einen zweiten Topf nehmen, weil mit dem ersten war es zu klein. Und im zweiten, naja, ging es dann irgendwie so. Dann nochmal nachgewürzt mit Salz, weil ich dachte, das ist mehr. Uiuiuiuiui. Ja. Also das Resultat ist deutlich besser als der Start. Okay. Weil hier, da schreiben wir hier, sie hören gar nichts. Kann ich immer. Einen zu ärgern. Das ist sehr witzig. Starke Dudes. Ja, eigentlich wollte ich auch nicht 500 Gramm, aber auf einmal waren alle Nudeln drin. Dann dachte ich so, Alter, was kannst du eigentlich? Ja. Und da habe ich aber eigenständig noch 2 kleine Möhren geschnitten. Ja. Das ist meine persönliche Note. Und weil ich dachte, wir müssen ein bisschen Gewürze wegbringen, habe ich auch noch ein kleines bisschen Tex-Mex reingemacht. Stark, oder? Und ich bin wirklich erstaunlich überrascht, auch wie gut das Fleisch schmeckt. Ja, ich auch. Weil du hast gesagt, es schmeckt. Ja, ich war da nicht so. Es ist genauso wie was gekauft. Besser. Ja. Besser, ja. Holloway Hackfleisch von der eigenen Family. Da ist jetzt nicht der zerdrehte Hoden. 6 zerdrehte Hoden. Ah, war ein lustiger Troll, aber schmeckt. Ja, schmeckt gut, ne? Kannst mal sehen, was Spermien so ausmachen. Ah. Ja, das ist die besondere Würze. Ja. So, jetzt muss ich weiterarbeiten. Finde ich voll geil. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Kopf sein soll. Das ist ein lachender Smiley. Hahaha, finde ich lustig. Ein lachender Emote. Ja, was ist das so? Alter. Jetzt zeig den doch mal Pepe, dem Frosch. Zeig dir mal Pepe. Oh, draußen ist ganz schön gewitterig. Oh, nee, Alter. Stromausfall, das wäre Ripp. Ripp. Guck mal. Nee. Frosch, der Liebling. Ganz viel Liebe. Freut sich mal traurig, mal im Regen. Oh. Ja, jetzt gerade regnet es auch. Ah. Aber ich hatte heute richtig Glück. Ich bin nämlich mit dem Fahrrad gefahren. Zum Pferd. Und er stand so um 15:15 wird Regen erwartet. Dann dachte ich, hier jetzt Risiko. Aber heute Morgen war wirklich gutes Wetter. Ihr habt es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil ihr sitzt den ganzen Tag wahrscheinlich in so einem dunklen Zimmer. Und
Ich bin trocken wieder zu Hause angekommen. Ja. Geil. Also, man kann sich auf nichts mehr verlassen. Nix. Warte auf mich. Außer auf den Jay. Oh, jetzt Krebsen ist auch schon Schlafenszeit gerade. Wir haben die Zeitumstellung noch nicht mitbekommen. Ach, du hast den Chat gelesen? Wo hab ich den Chat denn gelesen? Ja, die sitzen in dunklen Zimmern. Ah ja, stimmt. Weil gesagt, die sitzen nicht im dunklen Zimmer. Ich sitze auch im dunklen Zimmer. Natürlich ist hier dunkel. Nein, es ist hell. Ja, gut. Durch die Deckenlampe. Ja. Mega angenehm. Oh, stark. Ich sollte ich mal ASMR. Das ist bestimmt irgendwas mit Sex. Er ist schon nah dran. So Mikrofone. Wir haben so zwei Ohren. Und dann gibt es da meistens Schülerinnen, die dann quasi das Ohr auslecken. Und dann hörst du das auf einem der Ohren. Der so ja, wer will denn sowas? Ganz viele. Ah, Junge. Lernt anständige Berufe, bitte. Ja, also es ist wirklich wichtig, dass man morgens aufsteht und was zu tun hat und abends wieder nach Hause kommt. Bitte. So wie bei mir. Ja, das ist zum Beispiel, na, grenzwertig. Ihr geht nur zum Einkaufen vor die Tür. Immerhin. Oh, da ist einer, der guckt aus dem Gym. Das finde ich ziemlich stark. Ja. Der Jonathan könnte zum Beispiel eigentlich auch mal, wir haben nämlich so ein Fahrrad, wo man drauf fahren kann. Eigentlich hätte er sich reinstellen können und hätte Fahrrad fahren können währenddessen. Ich werde dir so hops genommen. Oh, da ist jemand im Homeoffice und arbeitet in einem seriösen Job. Das finde ich okay. Ich will ja jetzt hier auch nicht alles schlecht machen. Aber ihr wisst, wie ich es meine, denke ich. Ja, ich bin so fett. Das habe ich nicht gesagt. Zero ist Ben. Wer ist Zero? Ben. Achso. Älter ist der mit dem. Ah, hier in Rheine? Erik, ja. Oh, darf ich nicht sagen, wo, ne? Okay. Was sagt denn Zero so? Ich kann das überhaupt nicht. Wie kannst du das so schnell lesen? Größer machen würde ich. Oh, da ist jemand aus Litauen am Start. Hey, mach mal Sport, du Dicker. Ach, nimm. Nächstes Ziel, Jay fährt Fahrrad im Stream. Ja, finde ich auch ein gutes Ziel. Okay, irgendwer forscht auch was über Katalyse, finde ich auch gut. Bau bitte zusammen mit Jay eine Stadt. Was soll ich denn da finden? Jette. Dankeschön, Jette. Aus Bödexen. Oh, Mathe und Physik. Uiuiui. Stark. RIP. Grüße aus Thüringen. Ah, Thüringen ist auch ein wirklich schönes Bundesland. Natürlich. Da habe ich zahlreiche Fortbildungen absolviert. Wirklich schön. In welcher Stadt warst du da? Jena, Erfurt, Bad Langensalza. Nee. Was war deine Lieblingsstadt davon? Jena. Nicht nur so komische Plattenbauten? Ja, so ist es im Osten, was soll ich sagen? Jetzt guck mal nicht so. Ja, schon okay, bei mir ist das egal, ey. Guck mal, da ist er. Da fragt er erst so schon jeden. Oh. Ich bin so gelacht. Dass ihr mein Bildschirm wackelt, weil ich auch geschützt bin.
Sie ist einfach schneller. Ey, so schnell ich kann, ich hab schon. Ich krieg das Sodbrennen, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Konzentration. Ja. Oh. Oh, da kommt jemand aus dem Münsterland. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Oh, auch vom Niederrhein. Auch nicht verkehrt. Auch schön. Oh, Mann, Mann, Mann. Oh, Schleswig-Holstein. Da gibt's viele Kühe. Oh, Österreich. Auch wirklich sehr schön. Alter, wie soll man denn sowas 24 Stunden aushalten? Diesmal ist das ein Extremjob. Ist es auch, ey. Alter Vater. Puh, wenn ich jetzt noch vor die Tür gehen müsste. Das würde ich gar nicht schaffen. Wie viele Zuschauer sind wir, Chat? Wie vielen redet gerade meine Frau? Woher soll der Chat das wissen? Nur der Chat. Und nachgucken. Ah. Jetzt gerade mit 10.000 Leuten. Cool. Nee, guck mal, da schreiben wir welche 8-8. Frage ich mich, was das für eine Differenz ist. Aufgerundet. Ja, aber bei 8-8 runde ich nicht auf 10 auf. Wenn ich jemandem 8.800 Euro schulde. Du kannst doch nicht die 8-8 aus dem Chat nehmen, wenn alle 9,7 schreiben. Ja, aber einer hat 8-8 geschrieben und wenn jemand 8-8 von mir will, dann gebe ich ihm nicht 10. Was hältst du davon, wenn du dich hier hinsetzt und ab jetzt meine Challenges machst? Ich habe noch keine abgegolten, aber du könntest sie übernehmen. Ich bin noch gar nicht müde. Ja, da hast du recht. Ja, was muss ich denn für Challenges machen? Du musst halt die Kotze trinken, die ich da gleich machen muss. Dann musst du Five Nights at Freddy's spielen. Ja, mit tödlicher Sicherheit spiele ich nichts, was FSK 6 ist. Five Nights at Freddy's? Ja, das wirst du nicht spielen wollen. Ja, meine ich doch. Das ist so wie so ein Toys R Us, wo man... Aber die... Ich möchte es gar nicht wissen. Ich kann Harry Potter schon nicht gucken, wenn es dunkel ist. Was ist denn FNAF? Five Nights at Freddy's. Nee, wer? Spinne. Wir können zusammen zocken, wir können Lorcana spielen. Ja. Kommst du von einem Termin in den anderen? Bio spielt und David bestraft. Das ist ja super. Win, 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 win für alle. Aha. Win, 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 win. Papa. Scheiße. Okay, da möchte jemand wissen, ob du noch als Tierarzt arbeiten kannst. Natürlich, weil er hat die Approbation ja schon erteilt. Ähnliche Frage, also. Papa. Wie gaming-affin bin ich? Ich habe ziemlich lange Hearthstone gezockt. Und da war ich auch diese Zauberin. Oder die Eiskönigin nenne ich sie. Elsa. Was Jaina Proudmoore? Weiß ich nicht, ich war Elsa zum Beispiel. Und da war ich auf jeden Fall golden geworden. Hättest du denn noch Fachwissen? Nein. Ah, du wolltest Packs öffnen. Anscheinend mit mir. Ja, da steht Delta Rip. Wer ist... Immer nur mit dem wir essen waren. Wer ist Edeka? Aua. Aua. Also, Planet Zoo? Nee, kann ich wahrscheinlich auch nicht. Ich hatte früher mal die Nachmache von Rollercoaster Tycoon oder so. Das fand ich auch ganz gut. Da ging ich aber noch zur Schule. Ja, das war halt nicht das Original. Ah, den hatte ich auch. Aber den hatte ich mir selber gekauft. Mario Kart kann ich ein bisschen. Eltern hat heute Geburtstag. Und dann sagst du dem einfach, machst den so. Also, Erik. Dieser Cookie, den du heute Morgen schon gratuliert hast. Der hat auch Geburtstag. Das ist derselbe? Nee, das ist ein anderer. Der Cookie ist ein anderer. Okay, herzlichen Glückwunsch an alle, die heute Geburtstag haben. Es werden ja wahrscheinlich noch ein paar mehr.
dieser Dank an den Namen vorlesen? Capt Mocha. Vielen Dank. Und X-Senseless. Ne, hatte in dem was. Gut, Retour. Ich glaube, der hat den Sub geschenkt. Ich soll fragen, wie war das BVB-Spiel? Beschissen. Ah, beschissen. Okay, wir müssen das Thema wechseln. Oh, Nico Hülkenberg hat heute sein 200. Rennen. Was? Er lackt. Er lackt. Er lookt. Ja, aber dann habt ihr ja gar nicht verloren. Dann war ja unentschieden. Unentschieden gespielt, aber scheiße. Wie die. Ja, besser unentschieden als verloren. Ja. Aber trotzdem scheiße. Weiter reden oder soll ich in den Chat? Hast du denn was Spannendes? Spannendes vor. So eine lange Liste an Spielen. Dann komme ich später noch. Ja, wahrscheinlich. Ah ja, dann werde ich das kommentieren. Ja, und sag. Im Football. Der Außenstürmer. Ja, keine Ahnung. Man kennt ihn. Das ist die beste Position beim Football. Außenstürmer im Football spiele ich auch. So, Chat. Wir gehen in Five Nights at Freddy's jetzt rein. Ich habe mir das reingewürgt. Ich muss jetzt mal hier was fertig machen. Aber ihr wollt das später machen, ne? Aber ich will ja auch irgendwie, soll ich, also was wollen wir jetzt machen? Soll ich Five Nights at Freddy's machen? Eins in den Chat für ja, zwei für später. Eins in den Chat für ja, zwei für später. Okay, ich sehe viel mehr Einsen. Okay, Chat reicht mir. Die im ersten, die ja geantwortet haben, sind genug. Ist ja schon dunkel. Okay, warte. Zack. So. Schon mal vorbereitet. Also, das Spiel, wir spielen jetzt bis 5 vor 10. 5 vor 9, Entschuldigung, 5 vor 9. Daher muss ich dann schnell F1 anmachen. Aber wir beeilen uns. Wir wollen ja nichts verlieren an Zeit. Okay. Geh mal rein. Aber wir spielen jetzt Five Nights at Freddy Security Breach oder sowas. Boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only Freddy Fazbear. Cool. Hast du dieses Spiel, ne? Als ob das mittlerweile voll die Stars sind. Oh, die scheiß Ente, ey. Junge, was ist aus Five Nights at Freddy's geworden? Ich hab das früher mal gespielt, als du in diesem scheiß Raum warst und man sich einfach nur erschrocken hat. Ach, das ist ein Huhn, okay. Da wusste ich nicht, dass das ein Huhn ist. Alter, Roxanne Wolf, geil. Alter, Klamarok Chica und Freddy Fazbear. Aha. Okay. Freddy Fazbear, ja. Freddy Fazbear.
Soll ich Lautstärke, Chat? Soll ich lauter machen, leiser machen? Ich mach mir bei mir nochmal lauter, damit ich weniger höre. Safe Mode. Showtime already. I am experiencing a malfunction. The recharge cycle is not complete. Shh. Will you shut up? Who said that? I did. And down here. Down where? I still do not see you. Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch? That place is reserved for oversized birthday cakes and piñatas. It is not a safe play area. What the fuck ist aus Five Nights at Freddy's geworden? Bisschen lauter. Nein, für eine Auflösung. Ist er jetzt abgestürzt? Ach so. There you are. Scanning complete. How odd. Your guest profile is unknown to me. Who are you? I'm Gregory. Gregory. Warum bin ich so klein? I will notify the main office. Huh. Connection error. I cannot connect to the main network. It's her. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds me. Who? Who is looking for you? Your mother? Shh. I hear footsteps. That is the security guard. She can help. No, no. I don't trust her. Why not? I don't know who she is, but she's trying to get me. Isn't there some other way for you to communicate with me besides talking to her? Sind die nicht die Bösen? Take this. It is a novelty Freddy Fazwatch. Alter. Okay. Ich trau diesem Spiel nicht. I am sending you an encoded message. Hello, Gregory. It is me, Freddy. I will escort you to the main entrance. However, I am unable to leave this room. You should have no problem. There is a button on the wall that will open the door to the back room. I will make it accessible to you now. Ich muss jetzt ein Knöpfchen finden. There. Well done, Gregory. There is an open air vent inside the maintenance room. You will have to climb through the ventilation system and release me from the outside. Okay. Warum bin ich überhaupt in diesem Körper drin gewesen? Was ist das hier? Okay, das ist nix. Speicherstation. Das ist gut. Alter. Warum muss ich den eh so lange drücken? Ja. Speicher. Okay, ich kann rennen. Ich kann ducken. Das sieht eigentlich ganz geil aus, das Spiel. Ohne Scheiß. Das hatte auch gar nicht so schlechte Rezension. Deswegen dachte ich halt, das wird ein nices Game. Oder ist ein nices Game. So für Leute, die das halt okay finden. Aha. Okay, Roxy ist jetzt schon Psycho. Ich weiß auch nicht, ob das ein aller Outlast ist. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich habe nur Angst, dass je... Dankeschön, Cookie and Milk. Vielen Dank. Dankeschön für die Subs. Für den Sub. Wie auch immer. Dankeschön. Wie kann ich jetzt hier durchrennen oder was? Ist das der endlose Wartungstunnel oder wie?
Jawohl, da ist Chiki Chica. Chiki Chica übt ein bisschen spielen hier von der E-Gitarre. Ah ja. Oh, geil. Greifen die nicht einen an? Achso, da ist ein Fenster vor. Off Limits. Hört sich nicht so gut an. Aber doch immer da gerade gegen geknallt ist. Domain Storage. Sicherheitspassstufe 10 erforderlich. Am Arsch. Okay, da ist der Hund. Der Wolf. Aha, aha. Muss ich ihn nicht hier gleich rauslassen? Hier, Fassi Fassbär. Ich muss ihn doch hier einfach rauslassen. Ja, hi. Alter. Das sieht ja gar nicht gruselig aus. The stupid door won't open. Bisschen ruinierte Party. Okay, was? Wo sollte ich hin? Moment, das ist was anderes. Hey, gibt's noch Nebenquests oder was? Ja, Nachrichten. Ja, die Fotopass finden. Also danke für die. Mich hier lang. Backstage-Pass. Mann, was brauche ich denn alles? In einer der Kassen. Geh auf Mission. Hier nicht draufklicken. Karte. Okay, wir haben keine Karte. Wir haben keine Karte. Ich brauche Kameras. Oder hier lang. Hier ist so eine Kasse. Hä? Okay, hier kann ich scheinbar nichts holen. Hab ich. Was ist das? Irgendwas einsammeln? Nice, da ist er doch, der Backstage-Fotopass. Wusste ich ja nie, dass das weg ist. Doch, falls die Fassbär. Fassbier. Way to go, Superstar. I knew you could do it. I know how to get you out of here. Climb back into my chest cavity. There is still time, but we must hurry. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safest path. Okay, but you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. Okay, ist das wirklich unser Freund? Was können Gregory nicht finden, wenn Freddy steuert? Alter, Fuzzy Fazbear ist wirklich unser Freund. Entkomme. Okay, ich kann mich nicht ducken. Dann gehen wir wohl einen anderen Weg. Da drauf drücken? Nee. Dann gehen wir wahrscheinlich jetzt einen anderen Weg. Wo sind hier die Security und so weiter? Boah, der chillt da noch? Okay. Sorry, Gregory. I would love to do a tour, but it is closing time, and this door is locked. Look for a door with my icon on it. Okay. I am sorry, Gregory. I would love to do a tour, but it is closing time, and this door is locked. Alter, was ist denn das so am ruckeln? I am sorry, Gregory. I would love to do a tour. Alter, das ist immer schon, das war schon damals so verwirrend. Look for a door with my icon. Hier ist kein Icon von ihm. Hä?
Moment, ist das da drin oder was? Da! Oh mein Gott. Alter, diese Zwischenladedinger immer. Immer der PC ist kurz am Abschmieren. What the fuck? Was war denn das jetzt? Ey, ist das Trash Night? She's down here. We have to go back. Do not worry, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. However, we should still do our best to avoid her. If I am sent back to my room, we will never get... I feel you are broken. Don't worry about it. I'm fine. No. I feel that something is wrong. I am taking you to the first aid station. There's no time. I'm fine. Warum hat denn er jetzt so einen Schuss? Freddy, you're supposed to be on lockdown. Officer Vanessa, I do not know how I got here. Well, you totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Now, parts and services have you on reduced power. They said it's a safety precaution. Just one more thing to deal with. I apologize. Okay. Look, we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. I already alerted the others. Now, go back to your room. Uh-huh. I told you she was after me. I said nothing. I will keep you safe. Let us go. Das ist alles noch so verwirrend, aber wir sind halt am Anfang. Keine Ahnung, ne? Werf kein Kroko lang. Hä? Achso, hier geht's gar nicht weiter. Ja, der Spielspaß wird gerade doch gesucht. Aber der kommt bestimmt noch. Das Ding hat positive Rezensionen. Das kann nicht scheiße sein. Where are we? We are now under the Pizzaplex. These utility tunnels connect all the attractions. We can go anywhere in the building? Correct. Phazerblast, Monty Golf, Roxy Raceway. They are all accessible to staff, with high enough clearance, of course. Guests are never allowed down here, but... Any name. Special situation. So, gehen wir da hoch. Ladestand niedrig. Hä, warum? Wie soll ich den aufladen? Ist der jetzt leer, oder was? Freddy hat keinen Strom. Er kann dir erst zu Beginn der nächsten Stunde wieder helfen. Was? I am terribly sorry. The recharge cycle had not yet completed when I found you. You must continue without me. I will guide you on your fast watch in case you get into any trouble. I don't know if I can do this alone. Okay. Cool, 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 cool. Wir sammeln ein. Irgendwelche Nachrichten, wir speichern. Da sind irgendwelche Bots, wir müssen hier lang, ne? Zur Lobby. Alter, wie gehen denn hier die Türen auf? Drücke E zum Umwerfen von Gegenständen, um Bots abzulenken. Lass dich nicht erwischen. Mach Chica da. Ja, zum Ducken, wenn du dich duckst, blau umrandung, du bist nicht sichtbar, gerade ein Bot nach dir sucht und rot umrandung wurde es gefunden. Okay, rot wollen wir niemals haben. Einfach weg hier. Gar kein Problem. Chica kein nichts.
Ausdauer. Ja. Danke schön, dass es Sprinten gibt. Das weiß ich auch. So. Hier könnte es lang gehen oder andersrum geht's. Da kann es auch lang gehen. Oh, es kann überall lang gehen. Diese Türen, ey, die machen mir mehr Angst als alles andere. So, Karte. Legt er denn da mal so lange rein, die Scheißkarte? Kameras? Kann ich auch nicht sehen. Okay. Oh, what? Er braucht schon Kameras. Ah, geil! Ich speier einfach immer. Ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich will hier weg. Der fängt mich. Ich bin hier gefangen. Junge, was? What the fuck? Genau deswegen hasse ich dieses Spiel einfach so sehr. Es ist so random einfach. Moment, von da kam ich. Ich hasse dieses Spiel. Nee, hä? Ist richtig. Ich muss hier lang. Dann kam der Penner dann daher. Aber wo muss ich denn lang? Okay, da kann ich auch nicht lang. Gibt's hier irgendwie einen anderen Weg oder sowas? Ich renne einfach jetzt den Weg. Alter. Die Lex, diese Standbilder habe übrigens auch ich. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich will hier weg. Bin ich jetzt hier safe? Cool. On your mini map are nearby security cameras. When movement is detected by the camera's motion sensors, you should see red alert icons. Switch between the cameras to find a safe path out of the office and to the main lobby. Ja, wie kann ich die switchen? Hä? Schön. Das ist wieder Müll. Hä, wie wechsle ich die? Darf ich nicht. Ich gehe einfach, oder? Auf der Minimap? So, warte mal. Ich kann aber nicht auf der Minimap anklicken, irgendwas. Karte gibt es nicht. Das Flimmern ist wirklich schlimm. Drücke E, näher verstecken, um Bot zu kommen. Wenn Bot dich sieht, wie du dich versteckst, kann er dich sofort finden. Ja, super. Der hat mich gesehen. Das ist belastend. Das sieht aber cool aus.
2 FPS Bot. Erstmal einen Entry Pass holen. Gratis Eintrittskarte, das ist gut. Ich speichere erstmal wieder. Speichern ist immer eine gute Sache. Ja, da komme ich nicht weiter. Kann ich mich aber auch nirgendwo verstecken. Warum ist die denn? This area is off limits. Ihr habt mich nicht gesehen, oder? Kann ich die da wechseln? Ach so. Das Flimmern ist echt ätzend. Holy shit. Okay, jetzt kommt die wieder. Hey, tut mir leid, Chat. Ich weiß es doch auch nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß doch, dass ich es hasse. Das ist echt ein schlimmer Effekt. Das Ticket doesn't even work. It says good for entrance to the lobby shops. Upgrade options available at customer service. Siehst du mich? Kameraüberprüfung. Denk dran, die Sicherheitskameras zu nutzen, um Gegner zu lokalisieren. Sicherheitskameras können im Pizzaplex jederzeit aus deiner Festung an. Ja. Schön. Also good for one free prize from Glamrock Gifts. Oh, Alter. Supplies last. Nur weil es die Jagd jetzt gewesen. Verrät ihr mir? Ich hab keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Was war das? Warum greift der Bot mich an? Wo muss ich denn hin? Upgrade-Automaten. Wo ist denn wohl so ein Upgrade-Automat? Da oben ist sie. Da kann sie bleiben. Die dumme Troller. Du siehst aus wie ein Upgrade-Automat. It ain't my pass. Perhaps there is a way to hack it back out. Try Glamrock Gifts. Alter, ich hasse alles. Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen hier von dem Spiel, ne? Ich gehe einfach hier weiter. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hier hinlang muss. Jetzt bin ich ja wieder bei der Ollen, Alter. Oh. Ah, eine Glamchica Plush. Toll. Mich verraten, Doverbot. Wo ist Chica? Da. Im Hauptbereich. Okay, wo muss ich hin? Zu irgendeinem komischen Laden. Ablenkung. Glamrock Gifts, da muss ich hin. Oh, da kommt sie hoch, aber die sieht mich nicht. Das wird unangenehm, wenn dann irgendwann 4 von den Fickern da sind. Nein, nein, nein.
Unfair, da wollen wir nicht lang. Müssen wir hier weiter? Bin ich hier immer noch bei Glamrock Gifts? Immer muss ich hier hacken. Geil, Mr. Hippo Magnet. Geil. Fridge Magnet? Lame. Ja, und jetzt? Wie das war, oder wie? Wo sind hier die Tipps? Irgendwo noch was looten? Ob. Er hat doch gesagt, in dem Giftding. Geht das auf? Habe ich jetzt quasi so ein Shortcut freigeschaltet? Aber mehr kann ich doch nicht. Nicht irgendwo E drücken gerade. Ablenkung. Er hat mir noch nichts mehr gesagt, oder? Bin ich doof? Zurück zum Automaten. Ach, ganz zurück zum Automaten. Okay. Gott, gehen wir zurück zum Automaten. Das haben sie aber. Hat er gesagt? Ich habe das nicht gehört. Hey. Ja, lauf doch mal hoch, du dumme Nuss. Einfach schnell durch. Einfach schnell durch. Ach, der Hippomagnet ist das, was wir wollen. Oh mein Gott. Oh man. Now it's some kind of daycare pass? That is great news. I will meet you in the daycare. The entrance is on the second floor balcony. Hey, Balkon Ebene 2. Das habe ich mir gemerkt. Was hatten wir jetzt? Ach so, Alter. Hinten noch was? Nee, ne? Nur was zum Verstecken. Nee, ich will kein Candy. Gerade nicht. Wie denn jetzt? Ich glaube, ich wurde gesehen. Ich glaube, ich wurde gesehen. Lass mich in Ruhe. Da ist die Tür. Okay, wo ist Ebene 2? Da. Einfach rein. Hast du sowas? Ich kann mich nicht wehren bei sowas. Ich will die abknallen mit einer Pistole. Das ist 10 von 10 scheiße, wenn ich mich nicht wehren kann. Das ist wie im Niger damals.
Das sind auch, da ist auch nie was Geiles drin, oder? Wir können speichern. Speichern ist immer eine gute Sache. Daycare für Security Badge. Aber wo? Muss doch hier sein wieder. Das ist nicht das Security Desk. Hä? Ich bin zu, das Spiel, das ist zu hoch für mich. Dann ruckelt das immer noch mal zwischendurch. Aber wo denn? Ah, oh mein Gott, da durch. Geil, wir rutschen. Yay. Juhu. Im Bällebad. Tschüss. Junge, was ist mit ihm? Das ist so ein Psychospiel. Weiß nicht mal, wo ich hin muss. Wir haben abgehauen. Sicherheitsabteilung zum Sicherheitstisch beschaffen. Okay, wo ist hier ein Sicherheitstisch? Wahrscheinlich nicht im Klettergerüst, ne? Ah, da. Hä? Wo war der? Wisst ihr mich jetzt? Hä? Was ist das? Ich raff das alles nicht. Sicherheitsabzeichen. Öffnen wir. Ja. Okay, logischerweise habe ich Sicherheitsstufe 1, also kriege ich. Alter, dieses Spiel, ne? Alter.
Lass mich raten. Aha. Aber musst du den blauen Generator jetzt, ne? Ich sehe schon wieder? Bin ich darüber? Da hoch. Ja, Mann. Ah ja. 5 Generatoren sind das. Ja, leckt mich doch am Arsch. Wie lange geht denn das? Wie lange hält denn meine Tastatur? Wie lange hält denn meine Taschenlampe? Oder kann ich die ganze Zeit laufen lassen? Oh, okay. Den nehmen wir mit for free. Danke für die Subs. Edox Beats, vielen Dank. Ich kann die aufladen, aber ich drücke die ganze Zeit E oder sowas. Aber es passiert nichts. Oh mein Gott. Muss ich da rüber? Oder sind die alle da drin? Ja, da hinten. Kann das Ding klettern? Oh nein! Oh, ist das schrecklich! Ah! Ah, oh Gott! Alter, ich hasse das Spiel. Alter. Willst du spielen? Nicht, das ist mein Dingens. Das ist meine Strafe, das ist meine Challenge, mein Punishment. Ja, spiel doch auch mal, dankeschön, Ufishi, vielen Dank. Für die Subs. Alter, die Frau will das nicht spielen, die wird da nicht schlafen können, ist wirklich so. Na, guck du mal zu. Wenn du mich haust, ne, weil ich mich erschrecke. Mit Ärger. Das sind so ganz viele nette Teddybären, die dann kommen. Und jetzt ist gerade die Sonne hinter mir her. Guck mal, da hinten ist die Sonne. Jetzt muss man ja so einen Sicherheitspass holen. Jetzt geht das Licht aus. Und dann wird die Sonne gleich zum Mond. Und das ist sehr laut, das Spiel. Und die ist komplett irre. Irgendwie, mach mal Sound an. Und jetzt klingt er wie Gollum. Naughty boy! Naughty boy! You must be punished. Und jetzt hasst er mich. So, und jetzt kriege ich so eine scheiß Taschenlampe. Jetzt muss ich irgendwelche Generatoren ansammeln. Und es ist alles dunkel. Ach, warum gehst du denn jetzt wieder? Das verstehe ich gar nicht. Jetzt lässt du mich wieder alleine. Ja, man, wissen wir jetzt, wo ein paar Generatoren sind. Dann war der Weg nach oben. Aber wie kann ich den denn abhauen hier, wenn er einmal hinter mir ist? Im Fickervieh. Immer war noch gelb ganz unten.
Immer war ja noch ein gelber. Hinten ist ein lilaner. Was haben wir denn? Rot und grün. Irgendwo ist unten noch gelb. Und da eigentlich hier auch rein? The children must be punished. Ah ja, hier kann ich mich erinnern. Wo ist fucking blau? Rot, gelb und grün habe ich gefunden bislang. Das ist blau. Hast du hier mich gesehen? Komm ich denn hier höher? Da unten lang? Vielleicht hier lang? Was ist das für Geräusch? Alter, wird doch nicht lauter, Spiel. Oh, geil. Easy Snack. Ich glaube, ich wurde erwischt. Ist halt unmöglich. Was ist das? Junge! Ah! Oh mein Gott! Hat ja so entspannt angefangen, das Spiel. Ich geh jetzt erst das lilane Ding holen. Ich geh jetzt erst das lilane Ding holen. Ich vorher. Schnauze! Alter. Du scheiß Sonne. Piss dich. Okay. Das ist ja voll der einfache Weg. Ich habe sogar einen Weg darüber. Fuck. Ich habe keine Zeit mehr, ne? Okay. Wir machen gleich weiter nach Football. Chat, ja? Gehen wir da nochmal rein? Ich würde jetzt zumindest das gerne schaffen. Gehe ich gleich nochmal weiterspielen. Für euch. Aber dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr so rumschreien. Weil ich glaube, Frau ist jetzt schon sauer auf mich.